Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem sehr spannenden Gast. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und er ist Experte für Bitcoin und Blockchain und alles, was mit Kryptowährungen zu tun hat. Herzlich willkommen, Philipp Sandner. Ja, hallo, toll, dass ihr das Thema auf die Agenda gepackt habt. Und toll, dass Sie endlich mal, wollte ich sagen, wir haben Sie schon länger auf der Agenda, endlich mal Gast bei der Mission Money sind. Herzlich willkommen. Jetzt fangen wir gleich mal an mit dem Thema Bitcoin. Hat ja Anfang des Jahres großen Spaß gemacht, ultimativer Boom, wie wir das zuletzt vor ein paar Jahren gesehen hatten. Hat ein bisschen gedauert zwischendurch und jetzt, ja, kann man sagen, die letzten Wochen haben jetzt wenig Spaß gemacht. Natürlich nur ein kurzfristiges Bild, aber da muss man fairerweise sagen, ist der Bitcoin richtig abgesoffen. Woran liegt es denn? Naja, also das ist schon alles richtig, aber es ist auch nicht das erste Mal. Also wer Bitcoin kennt und sich auch mal die langen Phasen in den letzten Jahren angeschaut hat, der kommt schon zum Ergebnis, dass es eigentlich alle 2-3 Jahre immer mal wieder auftritt. Es geht hoch, dann geht es steil runter, dann dauert es immer ein paar Wochen und ein paar Monate, bis sich das gesamte System, der Markt, so wieder ein bisschen fängt. Da sind auch typischerweise dann Verluste von bis zu minus 70% vom All-Time-High gerechnet drin. Das war jetzt schon mehrfach so. Das war auch bei verschiedenen Kryptowährungen so. Da entwickelt man irgendwann ein bisschen ein dickes Fell und lässt sich da nicht mehr so durcheinander bringen. Und zwar aus einem Grund. Bitcoin ist nach wie vor in einem Aufwärtstrend begriffen. Aber man muss auf der Chartkurve, die man so ein bisschen sieht, in der Wirtschaftswoche oder im Manager-Magazin, man muss immer rauszoomen. Man muss sich die Jahre anschauen, nicht die Wochen. Und dann sieht man, dass der Bitcoin sich bisher immer wieder berappelt hat, dass der Bitcoin in einem langfristigen Aufwärtstrend begriffen ist und dass auch der Bitcoin zu Unrecht inzwischen hunderte Male totgesagt wurde und zerredet wurde. Am Ende, was ist passiert? Gar nichts. Das Netzwerk ist brillant gebaut. Das Netzwerk ist resilient gegenüber Angriffen von Hackern, Regierungen, wer da so da draußen ist und so weiter und so fort. Das Netzwerk ist resilient. Und selbst jetzt in diesem Downturn, den wir ja hatten aufgrund der Maßnahmen in China, ist natürlich der Preis abgestürzt. Das ist alles bekannt, können wir gerne noch besprechen. Aber das Beeindruckendste ist ja eigentlich, dass das Netzwerk per se überhaupt keinen Schaden genommen hat. Ja, faktisch ist die Rechenleistung in Anführungszeichen zusammengebrochen. Wir waren in der Nähe von 200 Exahash. Also Exa ist ja genauso wie Mega, Giga, Terra und so weiter. Dann also eine unheimlich hohe Zahl. Wir waren bei 200 Exa. Hash-Operationen pro Sekunde sind aufgrund von China dann runter auf bis zu 80 Exahash-Rechenoperationen pro Sekunde. Das heißt minus 50% Rechenpower. Und was macht das Bitcoin-Netzwerk? Es läuft, es läuft, es läuft und es spuckt pünktlich alle 10, 11, 12 Minuten einen neuen Block aus, obwohl quasi drumherum, also faktisch alles quasi in Anführungszeichen in die Luft fliegt im Sinne von abgeschalteten Mining-Anlagen. Das ist einfach brillant, ein solches System gebaut zu haben, entwickelt zu haben und wachsen zu sehen, weil es einfach von nicht zu niemanden technisch zerlegt werden kann. Und ja, der Preis geht hoch und runter, einverstanden, aber das ist die kurzfristige Sicht der Dinge. Man muss sich, wie gesagt, die Entwicklung über mehrere Jahre anschauen und dann darf man immer nicht vergessen, der Bitcoin war mal bei einem Dollar, bei 10 Dollar, bei 100.000, bei 100, bei 1.000, bei 10.000 Dollar und geht halt zickzack hoch und runter. 100.000, das werden wir noch klären, ob wir die dieses Jahr vielleicht noch sehen oder ob das ein bisschen momentan Fantasterei ist. Aber jetzt mal ganz kurz zu dem Hoch und Runter. Klar, das ist jetzt nichts Überraschendes, das muss man jetzt auch nicht dramatisieren. Aber die Frage ist ja schon, warum passiert das immer wieder? Also Sie haben es angesprochen, steigt natürlich stabil seit Jahren. Das ist ja eine gigantische Performance, wenn man da mal rauszoomt, das ist ohne Frage. Aber warum gibt es denn immer diese Rückschläge um minus 70%? Über China können wir gleich noch sprechen. Es sind doch schon sehr viele Hodler unterwegs. Es sind, ich sage jetzt mal, die klassischen Bitcoin-Jünger sind ja überzeugt. Wie kann denn dann so ein Kurs trotzdem immer wieder so stark abstürzen? Also es gab jetzt sogar Gerüchte oder es wurde debattiert, dass ja eigentlich die aktiven Nutzer sogar gestiegen sind bzw. stabil geblieben sind. Wie kann denn der Kurs dann so einbrechen? Sind da ganz große Player, die dann massiv Bitcoins auf den Markt schmeißen oder wie kommt das zustande? Also das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, da gibt es mehrere Antworten und vieles bleibt natürlich trotzdem im Unklaren. Also erstens mal, der Bitcoin ist ein weltweites System und alle Leute, die in dem Bereich Bitcoin, das gleiche gilt für Ethereum, zu tun haben, hängen quasi an ein und demselben System dran. Egal, ob das jemand in Südkorea ist oder in Japan, Australien, weiß ich nicht, Iran, USA, Amerika, alle hängen an ein und demselben System.
und damit hängen auch alle an einem und demselben Kapitalmarkt, wenn man so will. Ja, also, und gegeben diese große weltweite Bedeutung von dem Bitcoin, also faktisch das Netzwerk, was sich wirklich in die gesamte Welt ausgebreitet hat, gegeben diese Bedeutung ist die Bewertung von Bitcoin und auch die Liquidität, also das Handelsvolumen, noch relativ gering. Vor allem, wenn man das in Beziehung setzt zu dieser irren Newslage, wie sie momentan da draußen ist, wo wirklich also fast schon über Nacht die gesamte Nachrichtenlage und auch die Einschätzung von den Investoren sich also wirklich dramatisch verändern. Da kommt heute der Elon Musk, kauft Bitcoin, dann sagt er, er mag Bitcoin, dann sagt er übermorgen gefühlt das Gegenteil. Dann haben wir aus China über Wochen hinweg extremst negative Netz, also extremst negative Nachrichten aufgrund des Mining-Bans für das großindustrielle Mining und so weiter und so fort. Das hat über einige Wochen angefangen. Und da sieht man, dass quasi diese News, die wirklich extrem signifikant sind, eine relativ große Bedeutung haben, gegeben die Größe des Marktes, also die Welt, und das in Beziehung gesetzt zu dem dann doch relativ dünnen Handelsvolumen und der relativ dünnen Kapitalisierung, wenn man zum Beispiel mit Gold oder mit der Apple-Aktie vergleicht und ähnliches. Diese Beziehung zueinander aus meiner Sicht ist absolut verständlich, dass es dadurch zu relativ großen Schwankungen führt. Dann der zweite Effekt ist, dass es natürlich einige Leute gibt, die den Bitcoin sehr gut verstanden haben. Das sind tendenziell die Leute, die hodeln. Das sind die Leute, die lassen sich da nicht durcheinander bringen. Die behalten das einfach, die agieren nicht so schnell. Aber es gibt halt auch eine riesengroße Menge an Leute, die sich technisch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Und dann kommt ein Tweet von dem Elon Musk. Die Leute haben zittrige Hände und verkaufen sofort, weil sie Angst haben vor weiteren Verlusten. Ja, das heißt, diese zwei Gruppen gibt's. Und wir sehen halt, dass der Elon Musk mit seinen Tweets gerade diese zweite Gruppe halt wirklich sehr, sehr stark beeinflussen kann. Gerade weil diese Leute sich eben vielleicht noch nicht so sehr mit der Technik beschäftigt haben, als dass sie selber widerstandsfähig wären gegenüber solchen medialen Ausbrüchen sozusagen. Und der dritte Grund, den ich noch kurz anführen würde, ist das Leveraging. Und zwar die Leute im Bitcoin-Bereich kennen alle die Stock-to-Flow-Methode, die unter anderem der Plan B sich ausgedacht hatte. Können wir gerne auch noch drüber sprechen. Mhm. Ich finde die sehr gut. Und der Methode zufolge hätte der Preis dieses Jahr seit April gesehen steigen müssen. Ja, das ist ja die Prediction, die Vorhersage des Preises. Wenn jetzt alle Insider, alle Bitcoin-faszinierten Leute dieses Modell kennen, was machen die? Die glauben natürlich an die Vorhersagegüte des Modells. Das heißt, die wollen kaufen, haben aber nichts mehr. Was machen die? Die nehmen den Bitcoin, verwenden den als Pfand bzw. als Sicherheit, kriegen Cash und kaufen davon noch mehr Bitcoin. Das heißt, die hebeln sich selbst mit Faktor 2, Faktor 3, Faktor 4. Und ich glaube, dass der Anstieg dieses Jahr deswegen auch zustande gekommen ist in diesem Maße, also jetzt von Dezember letzten Jahres bis jetzt dann April, von 15.000 US-Dollar auf über 60.000 Dollar. Ich glaube, sehr viel davon war Leveraging, wie ich gerade beschrieben hatte. So, und wenn dann die Nachrichtenlage sich ändert, das war der Elon Musk, dann war es China, dann geht der Preis erstmal runter, minus 20-30%, und dann greifen die Margin Calls von den Leuten, die sich geleveraged haben, vor allem die Leute, die sich übermäßig geleveraged haben, also Faktor 3, Faktor 5, Faktor 7, dann werden diese Positionen verkauft, dann gibt's nochmal einen Rücksetzer, dann werden die Leute liquidiert, die sich mit Faktor 2, Faktor 3 eingedeckt haben, dann geht's nochmal runter, und das alles zusammengerechnet, glaube ich, ist schon eine halbwegs vernünftige Hypothese, warum der Preis dann von 65.000 jetzt auf knapp unter 30.000 einen wirklich deutlichen Rücksetzer hatte. Aber vielleicht noch ein Satz dazu. Substanziell hat sich aus meiner Sicht nichts geändert. Wie du gesagt hast, die Netzwerkmetriken sind positiv, die Adoption nimmt zu, im Hintergrund arbeiten also wirklich weltweit Dutzende, wahrscheinlich fast schon hunderte Banken an Lösungen, potenziell ihren Kunden Zugang zu Digital Assets, teilweise auch Kryptowährungen anzubieten. Das Thema Inflation kommt in den Raum in Amerika und Euro. Also von der fundamentalen, aber eher langfristigen Lage ist es aus meiner Sicht sehr aussichtsreich. Aber klar, einverstanden, das wird halt immer zersetzt durch kurzfristige Ausreißer nach unten und nach oben.
Klar, die News waren zuletzt nicht so gut, aber gerade das Thema Inflation ist ja was, was immer gespielt wird und wo ja viele sagen, das ist ja eigentlich der Kern des Bitcoin. Also wenn wir jetzt mal pro Bitcoin sind, sagen ja alle, das ist eigentlich die Zukunft, weil wir nicht mehr beliebig Geld drucken können, weil es dezentral ist und weil wir nicht einfach, weil es auch einen gewissen Wert hat. Also ob es einen Wert hat, da kommen wir auch gleich noch dazu, aber zumindest lässt es sich nicht beliebig vermehren. Das ist ja quasi dieses USP. Und Inflation, ja, die Inflationsängste waren wahrscheinlich noch nie so präsent wie jetzt die letzten Monate und Wochen. Also eigentlich wäre doch das perfekte Umfeld für Bitcoin, oder? Der müsste doch eigentlich durch die Decke gehen. Ja, also ist es auch, aber es dauert eben einfach. Also ich würde ja zustimmen, was du sagst, wirklich in Gänze. Aber der Punkt ist halt, es gab halt wirklich ordentlich Verkaufsdruck aufgrund der genannten Faktoren. Die Leute wurden aufgrund der Tweets von Elon Musk und der News aus China, hatten die Angst, haben dann teilweise verkauft und dann kam das Deleveraging wahrscheinlich noch deutlich obendrauf. Und jetzt sind wir halt da, wo wir jetzt eben gerade mal sind. Das ist jetzt eben mal so und jetzt braucht es quasi neue Impulse von außen, neues Geld von außen, also faktisch Nachfrage von außen, um den Preis wieder steigen zu lassen. Und ich würde auch zustimmen, dass gerade aus diesem Umfeld Inflation ein sehr wesentlicher Impuls kommen kann. Aber auch da müssen wir mal kurz besprechen, wo wir gerade sind. Ja, vor 4 Monaten gab es noch keine riesengroße Diskussion um Inflation. Das Thema kam jetzt in den letzten 3 Monaten auf. Inzwischen sind die Zeitungen voll davon. Aber trotzdem ist es ja in den Köpfen der Menschen teilweise noch gar nicht richtig angekommen. Ja, man liest im Spiegel und in der Wirtschaftswoche und in der FAZ, man liest da oder Twitter, LinkedIn, man liest irgendwie Inflation, da wurde irgendwie eine Zahl gemessen, Deutschland 2,5%, Amerika, keine Ahnung, 5% plus minus. Und die Zahl, die bedeutet zunächst mal ja irgendwie nichts. Ja. Die Frage ist ja, wann fange ich an zu investieren oder wann fange ich an, Geld umzuschichten? Genau dann, wenn ich beginne, wirklich in meinem Kopf zu verstehen, was da passiert. Und ich glaube, wir sind noch ein paar Wochen, also je nachdem, wie natürlich auch jemand tickt, je nachdem, ob er wie mathematisch er und Finanzmarkt mathematisch er agiert, sind wir noch ein paar Wochen oder ein paar Monate davon entfernt, bis es die Leute dann beginnen zu verstehen. Und deswegen jetzt das, was ich kurz illustrieren möchte, wäre halt die Frage, woran merkt man denn, dass Inflation kommt. Und diese Frage ist ja nicht, dass der Zeitungsartikel das uns sagt, sondern ich, Philipp, merke, dass Inflation kommt, wenn der Friseur kurz plötzlich 45 Euro statt 28 kostet, wenn das Benzin 1,40 Diesel kostet statt 69 Cent, wenn die Immobilie schon wieder teurer geworden ist, wenn der DAX schon wieder Höchststände schreibt, obwohl unsere Wirtschaft momentan nicht übermäßig gut dasteht, nach einer der größten Krisen nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir DAX-Höchststände, das ist schon skurril. Dann gehen, keine Ahnung, die Preise für Erdbeeren hoch und Baumaterial und auf dem Bau finde ich kein Rohr mehr, weil da irgendwie Granulat zu teuer geworden ist und so weiter und so fort. Wenn sich das häuft und wenn die Menschen hier mal ein paar Erfahrungen gemacht haben damit, ja, also weil der Gedanke muss ja sein, so, ui, das ist aber teuer geworden, das hätte ich nicht gedacht, das war letztes Jahr günstiger. Wenn sich dieser Eindruck häuft, 5-mal, 10-mal, 15-mal, dann merken die Leute, dass da eine gewisse Systematik entsteht. Dann merken die Leute, dass die Währung gerade weich wird. Und dann fangen die Leute an, in der Folge zu überlegen, okay, soll ich möglicherweise mein Geld umschichten von Cash in Aktien, von Cash in Immobilien, in Gold, in Bitcoin und so weiter. Und ich glaube, wir sind auf dem Weg dorthin, dass das die Menschen beginnen zu merken. Aber das ist halt ein Prozess, das dauert, bis man das verinnerlicht. Das dauert halt Wochen und Monate. Ich habe selber auch erst so halbwegs verinnerlicht, ehrlich gesagt. Ja, man will es auch noch nicht so richtig wahrhaben. Jetzt haben wir einfach mal vorausgesetzt, dass die Inflation weiter steigt. Das kann natürlich sein, muss aber nicht sein. Könnte es auch so sein, andere These jetzt, dass der Bitcoin einfach, ja, sag ich mal, sehr schlau ist oder die Bitcoin-Investoren, dass das einfach vorgelaufen ist, also dass letztes Jahr da schon viel investiert wurde, weil natürlich auch ein bisschen das vorauszusehen war nach dem Motto, ja, Lockdown, erstmal deflationärer Effekt, deflationärer Schock, dann machen wir wieder auf, dann kehrt sich das eher um, also eher so gleich der inflationäre Schock, den wir jetzt ja sehen, aber es sind ja auch viele Sondereffekte, zum Beispiel jetzt die Gebrauchtwagen schießen, die Preise dafür schießen durch die Decke, Bauholz ist hochgeschossen, jetzt ist es schon wieder zusammengekracht. Wenn die Inflation jetzt vielleicht doch nicht so stark kommt, also man weiß es ja nicht, wie gesagt, es könnte ja dieses vorübergehende Phänomen sein, ist vielleicht der Bitcoin da schlauer, also ist das ganz logisch, sozusagen erst die Inflation vorausgesagt hoch, jetzt wieder runter, ist es vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Inflation doch nicht so schlimm werden könnte?
Also bei den Bitcoin gibt es aus meiner Sicht zwei ganz wesentliche Faktoren, die man trennen muss. Das eine ist tatsächlich, dass es hartes Geld sein könnte im Sinne von der Beschränkung auf 21 Millionen, sodass quasi hier ein hartes Asset entstanden ist, analog zu Gold. Also ich glaube, das ist das Inflationsnarrativ, dass die Leute dann wegen weicher werdenden Währungen beginnen, ihr Vermögen möglicherweise umzuschiften. Ja, das ist das eine Narrativ. Das zweite Narrativ ist aber eben, dass Bitcoin einfach ein Vermögensgegenstand ist, so eine Art Rohstoff, so eine Art digitales Commodity, was derzeit seinen Platz in der Welt sucht. Und das ist insofern wichtig, weil Bitcoin damit in so einer Art Kapitalisierungsphase ist. Gold ist momentan kapitalisiert mit 11 Billionen US-Dollar. Silber ist weniger und so weiter. Die Apple-Aktie ist bei 2 Billionen kapitalisiert. Der Bitcoin ist momentan bei 600 Milliarden kapitalisiert. Und der Bitcoin sucht so ein bisschen seine Zielbandbreite, wie ich finde. Und die Frage ist, wo die ist. Wenn man Bitcoin jetzt ins Verhältnis setzt zu Gold, dann hat die Bitcoin-Kapitalisierung ungefähr 5 oder 6% in Relation zu Gold. Und die Frage ist, was könnte denn Bitcoin in Relation zu Gold erreichen? Wie gesagt, momentan sind wir bei 5 bis 6%, wären auch 10% realistisch oder 20 oder 30 oder 40 oder 50% relativ zu Gold. Aus meiner Sicht schon, kommt immer drauf an, wann. Und dementsprechend ist hier aufgrund dieser Kapitalisierungsphase von dem Bitcoin, die sicherlich Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte dauern könnte, sind wir durchaus hier auch auf dem Weg, dass der Bitcoin deswegen steigen könnte, nicht nur wegen dem Inflationsimpuls. Also aus meiner Sicht muss man diese zwei ganz großen Treiber voneinander trennen. Und vielleicht noch mal kurz zu der Inflation. Was ist denn passiert? Also die Staaten der Welt machen seit Jahren mehr Schulden, hat sich auch niemand übermäßig groß beschwert. Ja, die Inflationsrate war über einige Jahre jetzt so bei 1,5% plus minus. Und wir kennen das, früher hat eine Kugel Eis 50 Pfennig gekostet, jetzt kostet es 1,50 Euro. Natürlich ist da eine Inflation drüber gegangen nach 30 Jahren. Ja, man sieht es auch bei den Immobilienpreisen. In München steigen die momentan zwar mit 10 bis 15% pro Jahr, da kann man schon erkennen, dass quasi Geld faktisch weniger wert wird. Dann kam die Corona-Krise, die Staaten mussten handeln, es gab Kurzarbeit und man musste Zuschüsse machen, damit die Gesellschaft nicht zusammenbricht weltweit, und das musste natürlich bezahlt werden. Der Staat begibt dann Anleihen, sucht Investoren, die gab es zu diesem Markt nicht. Das heißt, das System hatte ehrlich gesagt auf die kurze Phase und die Schnelligkeit, die man brauchte, gar keine andere Wahl, als dass der Staat Schulden machte über Anleihen. Die Investoren von Anleihen waren aber nicht da. Dann haben die Zentralbanken eingegriffen, hat die Zentralbank diese Staatsanleihen gekauft. Und die Zentralbank macht es letztendlich, indem sie die eigene Bilanz erhöht, das heißt, sie druckt faktisch Geld. Das kann man schon so sagen mit dieser Deutlichkeit. Und diese Phase ist eben noch nicht vorbei. Wir sehen momentan in Europa, dass dieses Jahr in Summe 2 Billionen Euro in den Markt gegeben werden, indirekt über Aufkäufe von Anleihen, insbesondere Staatsanleihen. Und man sieht, dass die Kurve jetzt das ganze Jahr über relativ linear nach oben geht, wo die EZB Geld in den Markt presst. Und ein Ende ist ehrlich gesagt nicht abzusehen. Dass all dies keinen Effekt auf die Inflation haben soll, kann ich mir also wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Also wo soll denn das ganze Geld hin? Also wenn ich die Geldmenge irgendwann um Faktor 2 erhöhe, dann ist es doch das Natürlichste auf der Welt, dass unter der Annahme, dass das Wirtschaftswachstum so mau ist wie derzeit, dass dann der Preis eines Gutes sich natürlich auch um Faktor 2 erhöht. Also ich weiß gar nicht, wie man da auf andere Gedanken kommen kann, ehrlich gesagt. Und vor dem Hintergrund, auch zu dem, was du gesagt hattest, bin ich der Meinung, dass wir bei der Inflation noch lange nicht das Ende der Fahnenstange gesehen haben. Vor allem nicht in Europa bei jetzt gemessenen 2,5%. Ich bin sogar der Meinung, dass die Messung ehrlich gesagt vollkommen falsch ist. Wer mal versucht, eine Immobilie zu kaufen, insbesondere in Städten wie München, der weiß ganz genau, dass er am besten schnell ist, weil in 3 Monaten der Preis sich schon wieder um 5% erhöht hat. Also Entschuldigung, wenn das keine Inflation ist, was denn bitte schön dann? Aber diese Effekte, also gerade für Wohneigentum zum Beispiel, sind aus der Inflationsquote eben rausgerechnet. Aber wir berichten natürlich immer über die Inflationsrate, wir sprechen eben auch dafür, aber es wird aus meiner Sicht auch Zeit, die Berechnung dieser Inflationsrate zu
zu hinterfragen, weil für mich ist Inflation das, was sich in meinem eigenen Geldbeutel tut. Und ich kriege von meiner Universität ein Gehalt X und ich sehe, dass ich da zunehmend weniger als X kaufen kann, weil das Benzin teurer wird und die Baukosten werden teurer und die Erdbeeren werden teurer und der Friseur und so weiter. Das heißt, in meiner persönlichen Wahrnehmung, auf meinem Konto, in meinem Geldbeutel, sehe ich sehr wohl Inflation. Egal, ob jetzt mir die Presse von 2,5% oder irgendeiner anderen Zahl berichtet. In meinem Geldbeutel sehe ich Inflation. Und deswegen fange ich natürlich auch dran, so langsam an, drüber nachzudenken. Und ich bin der Meinung, dass es vielen anderen Leuten auch schon so ging in der Vergangenheit oder jetzt so geht. Oder dass die Leute halt in den nächsten Wochen beginnen, drüber nachzudenken. Und deswegen glaube ich, dass wir bei dem Thema Inflation noch nicht, also noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Es ist mathematisch gar nicht anders möglich, als dass die Preise steigen müssen, wenn so unendlich viel Geld in Umlauf gebracht wird, wie jetzt in den letzten Monaten und ehrlich gesagt auch Jahren und Jahrzehnten. Die nächsten Wochen ist ein guter Stichpunkt. Wenn wir nämlich mal auf die Saisonalität des Bitcoin schauen, ist immer natürlich schwer zu sagen, dass es jetzt jedes Jahr so läuft. Klar, aber es ist ganz interessant, eine ganz interessante Spielerei, kann man mal kurz einblenden. Dann sieht man, ja, wo wir jetzt gerade stehen, ist das normalerweise nicht so überraschend, dass der Bitcoin jetzt nicht gerade durch die Decke geht. Hat das irgendwelche Hintergründe? Jetzt sind wir zum Du übergegangen, vorher mal, ist, glaube ich, einfacher fürs Gespräch, dann duzt man uns jetzt einfach. Hast du da irgendwelche Hintergründe, dass man jetzt sagt, okay, hat das auch vielleicht was Technisches, dass es dann ab Mai normalerweise im Sommer eher ein bisschen durchhängt? Oder ist das absoluter Zufall? Und wie könnte es jetzt weitergehen? Also normalerweise sieht das ja immer gerade gegen Jahresende dann richtig gut aus. Ja, das sind gute Punkte. Also ich versuche mich irgendwie so ein bisschen frei zu machen von diesen kurzfristigen Analysen. Mir ist es auch ehrlich gesagt nicht wichtig, wo der Bitcoin-Preis gestern war oder letzte Woche oder vorletzte Woche. Ich versuche eigentlich eher so ein bisschen, wenn es mental halt gelingt, ja, weil es auch stressig ist, ehrlich gesagt. Ich versuche halt immer so ein bisschen die Preispunkte einmal pro Jahr mir vorzuführen, dass wir irgendwann mal bei $100 waren, dann bei 1.000, dann bei 10.000 und so weiter. Deswegen versuche ich nicht so sehr, diese kurzfristigen Preispunkte mir vorzustellen, weil es halt alle möglichen Einflussfaktoren geben kann, warum der Preis 5% jetzt höher oder tiefer war. Ich versuche da wirklich zu abstrahieren und eher langfristig zu denken. Und was zum Beispiel sehr hilft, ist, wenn man sich den gleitenden Durchschnitt anschaut, über 200 Tage oder über 300, 400 Tage, dann sieht man, dass der eben sehr gemütlich und gemächlich, aber eben signifikant nach oben geht. Und natürlich hilft das so ein bisschen, durch dieses tägliche und wöchentliche Zickzack durchzubrechen. Und man muss eben einfach nochmal betonen, substanziell ändert sich bei der Technologie gar nichts. Ja, ehrlich gesagt, seit 10 Jahren ändert sich gar nichts. Die Leute sagen ja auch immer, ja, man müsste bei Bitcoin mal hier und da neue Funktionalitäten einbauen, Smart Contracts einbauen und so weiter und so fort. Halte ich für nicht so sehr gelungen, diese Argumente, weil der Bitcoin hat etwas ganz, ganz, ganz Wertvolles, was andere Kryptowährungsplattformen eben nicht haben. Er hat Stabilität. Und wenn ich den Bitcoin kaufe, dann weiß ich, dass es morgen und in einem Jahr aufgrund der Governance des Systems noch der gleiche Bitcoin ist wie heute, weil nämlich der Softwarecode im Hintergrund nicht oder fast nicht oder kaum systematisch verändert werden kann. Und deswegen ist diese Stabilität, die Bitcoin aufgrund der technischen Seite darstellt, aus meiner Sicht sehr stark zu betonen. Und ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz auf das Stock-to-Flow-Modell eingehen. Genau, kommen wir gleich mal zur Bewertung vielleicht, ja. Ja, genau. Also das Stock-to-Flow-Modell wurde ja erdacht von einem im Internet, der zwar anonym ist, aber der hat sich einen netten Namen gegeben, nämlich Plan B. Und über dieses Modell sind inzwischen viele Leute gestolpert. Das Modell ist in Kürze eine Argumentation, warum es darum geht, dass man den Härtegrad von Geld, den Härtegrad von Währungen, den Härtegrad von Assets anschaut. Und man schaut sich quasi den Stock an und den Flow. Bei Gold zum Beispiel ist es der Bestand an Tonnen Gold, die existieren auf der Welt, und der Flow ist quasi das geförderte Gold pro Jahr, was neu hinzukommt. Das heißt, ich setze den Bestand und den Zustrom an Gold in Tonnen ins Verhältnis zueinander. Das heißt, bei Gold bin ich bei einem Stock-to-Flow-Verhältnis, also faktisch bei einem Härtegrad von ungefähr 62.
Ja. Bei Bitcoin bin ich Stand heute bei einem Härtegrad von ungefähr 50 plus minus. Und bei Bitcoin ist eben so die Hoffnung und lässt sich auch so berechnen, dass der Härtegrad über die Zeit hinweg steigt aufgrund des Algorithmuses mit den 21 Millionen. Und was ich jetzt ganz wichtig finde, ist, dass der Härtegrad, also die 61, ist nichts anderes als eine andere Messung der Inflation. Das heißt, ich kann den Härtegrad auch von Euro und von Dollar berechnen. Ja, wenn jetzt die Inflation zum Beispiel 1,6% ist oder zum Beispiel 2%, dann ist der Härtegrad ungefähr bei 50 oder 60 von Euro oder von Dollar. Ja, nach dieser Logik. Ja, ich sage jetzt nicht, dass die Logik perfekt ist, aber wenn man die Logik nimmt und glaubt, dann wäre in der Vergangenheit, wenn die Inflation bei 1,6 oder 2% ist, dann wäre der Härtegrad von Euro und von Dollar ungefähr bei 50 oder 60. Also so wie bei Gold. Wenn zum Beispiel die Inflationsrate bei 1% ist, dann wäre der Härtegrad bei 100. Ja, das war auch lange Jahre so. Wenn jetzt der Härtegrad von Euro bei 100 ist und Gold bei 61, dann ist es so nach der Logik und nach dieser Überlegung, dass die Menschen sich über die Jahre hinweg tendenziell immer dorthin orientieren, wo der Härtegrad am höchsten ist. Ja, deswegen hatte es natürlich Gold eine ganze Weile lang schwer, gegenüber dem Euro zu bestehen, weil eben der Euro relativ zu Gold einen höheren Härtegrad hatte mit 100 zu 60. So, und jetzt wird spannend. Was passiert, wenn jetzt Inflation kommt, zum Beispiel 2,5% in Europa, also in Euroland, dann ist quasi der Härtegrad, Kehrwert von zum Beispiel 2%, das wären dann 50 oder die bei der US-amerikanischen oder bei der Dollar-Inflationsmessung sind wir ja bei plus minus 5%, das heißt der Kehrwert dort wäre nur noch 20. Ja, das heißt, der Härtegrad des Dollars ist aufgrund der Inflationsrate jetzt gefallen von irgendwo 80, 90, 100 auf 20 bei einer Inflationsrate von 5%. So, und jetzt wird es aus meiner Sicht schon interessant, weil der Logik zufolge die Menschen sich über die Jahre langfristig immer dorthin orientieren, wo der höchste Härtegrad eines Assets ist. Natürlich ist der Dollar sehr angenehm, er ist eingebaut in die gesamte Wirtschaft, in die ganzen Online-Banking-Apps und so weiter. Deswegen hat die Attraktivität des Dollars und des Euros schon nochmal einen ganz, ganz, ganz großen Benefit über den Härtegrad hinaus, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem ist es gemäß des Stock-to-Flow-Modells eben so, dass der Härtegrad des Euros und des Dollars jetzt so langsam abfallen unter den Härtegrad von Gold und von Bitcoin. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Menschen, die Gesellschaft, die Firmen, die Asset Manager und so weiter in Europa und Amerika genau das in den nächsten Wochen und Monaten so langsam verstehen. Und es dürfte dazu führen, dass die Leute dann umschichten, das hatten wir vorher auch schon besprochen, und versuchen in Real Assets, also in Sachwerte zu investieren, Gold, Immobilien, Aktien und eben auch Kryptowährungen. Ja, das ist diese Story um das Stock-to-Flow-Modell, lässt sich an einer Tafel mit Kreide oder Eddingstift viel besser darstellen, ehrlich gesagt, als nur mit einer Tonspur. Aber ich hoffe, es ist klar geworden mit diesem Härtegrad, dass der Härtegrad per se wichtig ist und vor allem der Vergleich von dem Härtegrad von einem Asset oder einem Geld zu dem Härtegrad von einem anderen Geld. Ja, der Vergleich ist wichtig, weil die Menschen sich anscheinend, laut der Theorie, über die Jahre und Jahrzehnte immer dorthin orientieren, wo der Härtegrad am höchsten ist. Ja, du hast das super erklärt. Also das sollte oder dürfte, glaube ich, jeder verstanden haben. Jetzt die Frage zur Bewertung. Also die Leute fragen sich jetzt natürlich, wo stehen wir? Du hast vorher gesagt, es hat sich substanziell nichts geändert. Das würde ja eigentlich heißen, jetzt sagen wir ganz plump formuliert, dass es jetzt den Bitcoin zum halben Preis gibt, weil er gerade schon mal bei 60.000 stand. Aber das ist natürlich immer eine sehr plumpe Bewertung. Der Preis sagt ja so gesehen nichts über den Wert aus. Jetzt fragen sich die Leute natürlich, wo stehen wir jetzt? Also gefühlt weit unten, wenn ich rauszoome, stehen wir eigentlich immer noch weit oben. Wenn die Leute von 100.000 Dollar reden, von einer Million, da gibt es ja auch viele Modelle, die das fortschreiben, dann wäre es spottbillig. Also wo stehen wir denn und wie kann man denn ansatzweise jetzt, sag ich mal, einen fairen Wert beim Bitcoin berechnen oder einschätzen? Das kann man nicht. Also das kann man nicht. Also das jeder Investor, jeder Mensch hat eine persönliche Meinung zu dem Bitcoin und jeder meint, der Bitcoin-Preis müsste jetzt eigentlich bei 80 sein, 80.000 oder vielleicht auch nur bei 10.000. Ja, aber es gibt aus meiner Sicht keine objektive Meinung. Der beste
der beste Wert des Bitcoins, den man schätzen kann, ist faktisch der Tagespreis von heute, weil das die Aggregation ist aller Angebots- und Nachfrageprofile weltweit. Und der ist eben jetzt Stand heute bei plus minus 30.000 US-Dollar. Das ist der Best Guess, wo der Bitcoin eben heute steht. Also das ist einfach Fakt. Die Frage ist, wo könnte er vielleicht übermorgen stehen? Also in einem Monat, in zwei Monaten und so weiter. Und hier hilft eben das Dr. Flow-Modell, aber auch eben nur in der Theorie, weil es ja eben ein Modell ist, weil das nach dem Stock-to-Flow-Modell zu urteilen, müsste der Bitcoin-Preis Stand heute eigentlich bei 80.000 US-Dollar sein oder bei 75.000 US-Dollar. Ist er aber nicht, weil halt faktisch die Investorenpräferenzen anders sind. Das heißt, es gibt ein Delta zwischen der Prognose von dem Stock-to-Flow-Modell und dem Marktpreis von heute. Und gibt viele Gründe, warum dieses Delta entstanden ist. Aber ich bin auch deswegen der Meinung, dass eben übermorgen also im Sinne von Wochen und Monaten der Bitcoin-Preis durchaus steigen könnte, weil ich schon durchaus an die Annahmen des Stock-to-Flow-Modells glaube und auch grundsätzlich an die Vorhersagegüte des Modells. Mit einem Aber, und das ist was ganz, ganz, ganz Wichtiges: Das Stock-to-Flow-Modell erzeugt eine Scheingenauigkeit. Ja? Das hat eine Kurve und dann kann ich das ablesen und dann kommt heute raus, der Preis ist, weiß ich nicht, 75.000 US-Dollar. Aber man vergisst halt, dass das Stock-to-Flow-Modell ein statistisches Modell ist, was eine Verteilung prognostiziert. Das heißt, das Modell sagt voraus, dass der Preis irgendwo sein müsste am Ende des Jahres zwischen 60.000 und, keine Ahnung, 120.000 US-Dollar. Ja, das heißt, das Modell schätzt nicht einen Punkt, einen exakten Preis, sondern das Modell schätzt eigentlich eine Bandbreite. Das heißt, das Modell sagt voraus, dass Ende des Jahres an Weihnachten der Preis irgendwo sein müsste mit 60.000 und 100.000 US-Dollar irgendwo in dieser Bandbreite. Und selbst dann gibt es noch eine Restwahrscheinlichkeit, dass er entweder drüber rausgeschossen ist oder unten drunter durchgefallen ist. Und deswegen gibt es auch viele Leute momentan, die beginnen, das Stock-to-Flow-Modell zu hinterfragen, weil eben der Preis aus diesem Preiskanal nach unten so ein bisschen ausbricht. Halte ich aber ehrlich gesagt für den falschen Ansatz, weil das Modell sagt einen Kanal voraus mit einer Wahrscheinlichkeit X, dass der Preis innerhalb des Kanals verläuft. Und jetzt sind wir halt, jetzt ist halt die geringe Wahrscheinlichkeit eingetreten, dass wir eben am unteren Ende von dem Kanal sind. Genauso hätte es auch eine geringere Wahrscheinlichkeit sein können, dass wir am oberen Ende von dem Kanal sind und so weiter und so fort. Ja, das heißt, man kann den Preis nicht gut vorhersagen. Man kann eine Meinung haben zu dem Thema, die habe ich auch. Und ich glaube auch, dass die Chancen weitaus größer sind als die Risiken. Also ich glaube eher, dass der Preis auf 60.000 Dollar geht als runter auf 20.000 Dollar. Aber ich kann natürlich hier auch widerlegt werden, weil es halt dann doch ganz anders kommt, als man denkt. Ja. Aber ich bin grundsätzlich, bei dem ganzen bin ich schon der Meinung, dass es wirklich gute Gründe gibt, optimistisch zu sein, was den Bitcoin-Preis angeht, aus den genannten Gründen. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Was müsste denn passieren, damit du sagst, du bist nicht mehr optimistisch, du wirst pessimistisch und würdest vielleicht sagen, okay, wenn das passiert, dann könnte der Bitcoin sogar scheitern? Das ist auch eine Spitzenfrage. Also ich glaube, wenn jetzt ein technischer Fehler aufgedeckt würde, also eine Hash-Kollision zum Beispiel, ja, oder irgendwie was funktioniert in dem Netzwerk nicht so, wie man es eigentlich jetzt gerne sich wünschen würde, das wäre eigentlich eine mittlere Katastrophe. Aber das Risiko, dass das passiert, erachte ich als nahe Null, weil wenn es die letzten 10 Jahre nicht passiert ist, sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund, warum es jetzt morgen passieren sollte. Ja, das ist auch ein Risiko, was mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit belegt ist. Und ein weiteres Risiko war China, also wie geht China mit dem Thema Bitcoin um das Thema Mining? Das war immer ein Risiko die letzten Jahre. Dieses Risiko hat sich jetzt materialisiert und zack ging der Preis runter. Dafür aber, und das ist gut so, dafür ist dieses Risiko jetzt neutralisiert. Ja, kannst du uns vielleicht ganz kurz nochmal erklären, also die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen, zumindest die Schlagzeilen, nochmal ganz kurz, was da so, ganz die Kurzfassung, was da passiert ist. Genau, also in China gab es eine ganze Reihe von Maßnahmen jetzt im Mai und Juni, wo der Staat gesagt hat, er möchte nicht, dass chinesische Finanzinstitutionen und Banken ihren Kunden Geschäfte anbieten, wo jemand was mit Kryptowährungen machen kann. Ja, das heißt, der Bitcoin in China ist erlaubt im privaten Bereich und Peer-to-Peer-Handel, das ist alles in Ordnung.
aber quasi das Angebot von Unternehmen, Banken, Finanzintermediären und so weiter und so fort, da hat der chinesische Staat gewisse Probleme damit, wenn sich Unternehmen damit beschäftigen. Und zweitens hat China gesagt, man möchte das großindustrielle Mining jetzt mal untersagen. Zunächst mal betraf das Mining-Anlagen mit fossiler Energie, wurde dann aber sogar noch ausgeweitet auf auch Mining-Anlagen mit erneuerbaren Energien. Das hat viele Leute dann, inklusive mir, dann doch überrascht. Und damit hat man dieses großindustrielle Mining in China mal jetzt ausgeschaltet. Das hatte dazu geführt, dass eben die Hashrate im Netzwerk von 200 Exahash teilweise abgefallen ist auf 80 Exahash, also -60%. Und jetzt hat sie sich wieder so ein bisschen erholt auf 100 Exahash. Also Exa ist ja eine Vorsilbe, so wie Mega, Giga, Terra, Peta, ist einfach eine Zahl, die ist unendlich groß und die misst quasi die Anzahl der Rechenoperationen pro Sekunde im Netzwerk. Und die war bei 200 Exahash und ist wie gesagt auf 80 gefallen, jetzt ist sie wieder bei 100. Und da sieht man sehr deutlich, dass China hier nicht nur eine Ankündigung gemacht hat, sondern dass tatsächlich auch wirklich Dutzende Mining-Anlagen ausgeschaltet wurden. Das kann man sehr schön in dieser Hashrate sagen. Und dadurch hat das Netzwerk natürlich einen Schlag bekommen sozusagen, aber es ist wirklich nicht ernsthaft beschädigt worden, weil man sieht, dass Bitcoin deswegen einfach noch weiterläuft und trotzdem alle 10, 11, 12 Minuten einen neuen Bitcoin-Block ausspuckt. Ja, aber und deswegen, das war natürlich das Risiko, was so war so sozusagen der Elefant in the room, weil eben diese Konzentration von Mining-Anlagen in China schon immer bekannt war in den letzten Jahren. Jetzt hat sich das Risiko materialisiert, der Preis ist gesunken, aber das Gute ist, das Risiko ist jetzt eben auch weg, das ist neutralisiert. Und das Bitcoin-Mining-Thema wird sich jetzt in den nächsten Monaten und Jahren eben weiter dezentralisieren auf der gesamten Welt, was mittel- und langfristig eben auch wiederum gut ist. Und dann noch ein letzter Punkt, weil ja du hast ja gefragt, was wäre wirklich der Super-GAU. Zwei Punkte haben wir jetzt schon diskutiert. Und der dritte Punkt wäre, dass wirklich große, bedeutende Nationen, insbesondere Europa als Region oder eben auch Amerika als Nation, beginnen, das Thema Bitcoin unter Verbot zu stellen. Ja, das wäre sicherlich der Super-GAU. Aber ehrlich gesagt, das ist auch ein Risiko, was ich momentan nicht sonderlich hoch einschätzen würde. Also ehrlich gesagt gar nicht, weil hier in Europa schon viele Regulierungen auf den Weg gebracht wurden. Auch die Bundesregierung hat vor weit über einem Jahr schon Bitcoin-Regulierungen quasi installiert. Und das Gleiche ist momentan gerade im Entstehen auf Ebene der Europäischen Union. Und also niemand spricht hier wirklich ernsthaft von einem Bitcoin-Verbot. Es geht immer darum zu sagen, wenn die Leute das wollen, dann müssen sie das Recht dazu haben. Wir sind eine freiheitliche Gegend, eine freiheitliche Region. Wir möchten halt nur nicht, dass die Leute Steuerbetrug machen. Wir wollen keine Kriminalitätsfinanzierung und wir wollen keine Geldwäsche. Aber sofern diese Regeln beachtet werden, können die Menschen in Europa gerne auch mit Bitcoin hantieren, investieren und so weiter und so fort, weil wir freiheitlich denken und sind. Aber das Thema Komplettverbot hat hier in Europa meines Erachtens niemand ernsthaft mal in den Mund genommen, auch kein Politiker und gar nichts. Ja. Und in Amerika sieht es aus meiner Sicht weitestgehend ähnlich aus. Was die Worte von Politikern oft wert sind, gut, da sollte man auch vielleicht nicht zu viel drauf geben. Glaubst du nicht, dass das Thema vielleicht auch mit Klimaschutz, Stromverbrauch, dass das stärker kommen könnte? Man hat das ja schon mal vor ein paar Wochen, Monaten mitbekommen, da gab es schon mal ganz leichte Kritik. Ich meine, das Thema, wir haben es jetzt gesehen, es war die Hochwasserkatastrophe. Also wenn es jetzt blöd läuft, wird sich das ja noch richtig hochschaukeln in den nächsten Monaten und Jahren, was ja auch durchaus berechtigt ist natürlich. Also das soll jetzt gar keine Kritik sein. Da könnte natürlich sowas wie der Bitcoin auch in den Fokus rücken. Denn ich kann mir schon vorstellen, bis das alles erneuerbar wird beim Bitcoin, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Und ich sage jetzt mal dem klassischen Klimaaktivisten, ist wahrscheinlich der Bitcoin relativ wurscht, ob der jetzt erfolgreich wird oder nicht. Und die Politik muss sich dann vielleicht auch gewissen Druck beugen. Also glaubst du nicht, dass das vielleicht doch, also klar, Stand jetzt vielleicht nicht, aber dass das nicht doch auch irgendwann kippen könnte?
könnte schon sein. Also theoretisch ist immer alles irgendwo möglich, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht so sehr an Ankündigungen und Wunschbezeugungen, sondern an das, was wirklich faktisch passiert. Und klar, die Christine Lagarde von der EZB hat gesagt, eine weltweite Regulierung von Bitcoin wäre wünschenswert. Ja klar, natürlich ist es wünschenswert. Ich wünsche mir auch alle möglichen Sachen, aber wir sehen es doch an zahlreichen Dingen, ja, Transaktionssteuer und Klimawandel und CO2 und da und dort. Wann schafft es denn die Welt schon mal gemeinsam etwas regulieren? Auch siehe die internationale Besteuerung von Amazon und Co. Das klappt halt einfach nicht. Ja? Also auch wenn sich die Leute das wünschen, deswegen achte ich ehrlich gesagt solchen Äußerungen quasi keine Bedeutung bei. Ich achte es als sogenannte No News. Ich schaue mir ehrlich gesagt lieber an, was macht der Staat, wie agiert die BaFin, was macht die BaFin-ähnlichen Behörden in anderen Ländern, wie wird da diskutiert, was sagen solche Leute auf Konferenzen und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt in den letzten Jahren immer nur gehört, wie man das Thema Geldwäsche in den Griff bekommen möchte und das Thema Steuerbetrug und so weiter. Dass jemand hier von Staatsseite von einem Komplettverbot spricht, habe ich noch nie gehört. Also das Thema war nicht auf der Agenda, es ist momentan auch nicht auf der Agenda. Ich kann noch nicht erkennen, wie es in einem freiheitlichen Land auf die Agenda kommen soll und kommen wird. Und parallel, der zweite Fakt ist ja, haben wir vorher auch drüber gesprochen, dass sich das Thema Bitcoin weiter verbreitet. Ja. Wir sind momentan in Deutschland wahrscheinlich bei 1,5 Millionen Bitcoin-Besitzern. Das ist 2% von der Bevölkerung. Wenn ich das jetzt mal runterrechne auf die relevante Zielgruppe, Bitcoin ist tendenziell was für jüngere Leute. Also mit jünger meine ich 40 minus oder 45 oder 45 minus. Da sind wir in der Bevölkerungsgruppe dort schon bei 10%. Und momentan ist es halt auch leider noch so, dass sehr viele Männer alleinig Bitcoin halten und Frauen noch nicht so viel im Ökosystem anzutreffen sind. Das heißt, unter Männern, die unter 45 sind, würde ich mal schon behaupten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Bitcoin besitzt, wahrscheinlich schon so bei 20% in Deutschland. Und wenn wir uns andere Länder anschauen, Türkei oder auch Spanien, dann ist es sogar noch deutlich höher. Und es ist ja nicht so, dass diese Zahl sinkt, ganz im Gegenteil, diese Zahl wächst. Erstens, weil Frauen das Thema entdecken, weil ältere Leute das Thema entdecken und weil innerhalb dieser genannten Zielgruppe natürlich auch mehr Leute das Thema entdecken. Das heißt, diese Zahl wächst und wächst und wächst, natürlich langsam. Und irgendwann haben wir hier eine Zahl erreicht, gegen die man keine Politik mehr machen kann. Das dauert halt noch ein paar Jahre. Und wenn man das alles zusammenzählt, ich hoffe, das ist jetzt eine halbwegs faire Meinung und meinerseits kein Wunschdenken. Wenn man das alles zusammendenkt, dann bin ich schon der Meinung, dass ein Komplettverbot, also wenig wahrscheinlich bis gänzlich unwahrscheinlich ist. Aber die Regulierung nimmt ja trotzdem zu. Ja, Geldwäsche und so weiter und so fort. Die Regulierung nimmt zu, ist auch in Ordnung. Aber man muss halt unterscheiden zwischen Komplettverbot und Regulierung, das sind also wirklich gänzlich unterschiedliche Dinge. Manchmal schließen die Leute von einer Regulierung auf ein Komplettverbot. Das ist natürlich Unsinn. Man muss schon Komplettverbot und Regulierung so ein bisschen auseinanderhalten. Wie sieht es denn mit dem digitalen Euro jetzt zum Beispiel aus? Also das ist jetzt auch schon seit Jahren im Gespräch. Klar, haben die Politiker auch mitbekommen, dass das Konzept Bitcoin seine Vorteile hat und auch einen gewissen Reiz natürlich hat. Vielleicht kannst du uns da kurz auf den Stand bringen, wie es da aussieht und vor allem, wie du das einschätzt, jetzt bezogen auf Bitcoin und Co. Also ist das Konkurrenz? Hat das überhaupt nichts miteinander zu tun? Wie siehst du das? Ja, genau. Also der digitale Euro ist eine eigene Diskussion. Da könnten wir jetzt 10 Stunden lang drüber reden. Das ist irre komplex und sehr, 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 sehr vielschichtig. Da gibt es die Zentralbank, dann gibt es die Geschäftsbanken, Commerzbank, Landesbank Baden-Württemberg, die hier agieren. Dann gibt es die nationalen Zentralbanken. Dann passiert exakt das Gleiche in Amerika und in China. Also das ist sehr, sehr, sehr divers. Aber wenn man wirklich versucht, das Wichtigste kurz zu nennen, dann geht es darum, dass man überlegt, wie kriege ich denn den Euro eigentlich in die digitale Zukunft? Ja? Probleme sind, dass momentan, also Probleme in Anführungszeichen sind, dass das mobile Zahlen deutlich zunimmt. Das heißt, die Verwendung von anfassbaren Geldnoten, also Papier, nimmt quasi ab. Und wir wissen, dass wenn wir mobil bezahlen, dann verwenden wir Visa, Mastercard, teilweise PayPal, Apple Pay, Google Pay und so weiter. Das sind alles amerikanische Firmen und es sind alles Geschäftsbanken oder Finanzintermediäre und es sind keine
und es ist nicht die Zentralbank. Das heißt, wenn die Zentralbank hier nicht aufpasst weltweit, dann ist sie aus dem Zahlungsverkehr eigentlich komplett raus, weil der Zahlungsverkehr, gerade wegen dem Thema Mobile und Electronic Payment, irgendwann gänzlich durch Firmen wie genannt abgewickelt wird. Ja, das heißt, man verliert so ein bisschen die Hoheit. Und deswegen ist das, was die EZB momentan mit dem digitalen Euro plant, schon in Ordnung. Also das könnte wesentlich schneller gehen, ehrlich gesagt. Das wäre meine Hauptkritik, aber substanziell und inhaltlich betrachtet ist es schon in Ordnung, weil man versucht, eine europäische Infrastruktur aufzubauen, um quasi das anfassbare, papierhafte Bargeld irgendwie in so eine Art digitale Geldbörse zu verwandeln. Ja. Und diese Diskussion passiert überall. In China ist man hier schon deutlich weiter. Also China ist hier wahrscheinlich 6 bis 7 Jahre weiter als die EZB. Das ist wirklich enorm. Also die EZB und auch die Fed in Amerika sind hier 6, 7 Jahre hinterher bei diesen Themen. Aber es ist trotzdem in Ordnung, dass was passiert. Es könnte eben einfach mal wieder wie immer in Europa wesentlich schneller gehen. Und das war jetzt quasi der Bezahlverkehr. Wie gesagt, mobiles Zahlen, mit dem Handy bezahlen, im Supermarkt, bei der Pizzeria und so weiter. Das ist das, was wir als EU-Bürger machen. Oder, ja. Aber es gibt natürlich noch andere riesengroße Domänen, wo Zahlungsverkehr herrscht. Nämlich erstens Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen. Wenn zum Beispiel BMW an Continental was bezahlt für den Einkauf von Reifen zum Beispiel. Ja, also quasi Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen. Dann der Zahlungsverkehr am Kapitalmarkt. Also eine Bank kauft eine Aktie und muss dafür Euro bezahlen. Das sind quasi Zahlungsverkehr am Kapitalmarkt. Und internationale Zahlungsvorgänge, also quasi der Bereich Remittances. Wenn zum Beispiel ein ausländischer Mitbürger hier in Europa Geld verdient und das Geld dann zu Hause nach seiner Familie irgendwohin überweist, ja, wo die Gebühren momentan sehr, sehr, sehr hoch sind. Das heißt, das sind die Domänen und wie gerade eben schon gesagt, der Privatzahlungsverkehr zwischen EU-Bürgern. Und die EZB versucht eben jetzt mal diesen einen Bereich, also EU-Bürger anzupacken mit einem digitalen Euro. Und für die anderen Bereiche gibt es auch schon Überlegungen, wie man dort den digitalen Euro installiert, um einfach Prozesse effizienter zu machen, um den Kapitalmarkt effizienter zu machen, um die Auslandszahlungen für Privatpersonen oder Firmen günstiger und schneller zu machen und um auch für die Industrie eine Möglichkeit anzubieten, dem Mittelstand, der Logistik und so weiter perfekte Geschäftsprozesse zu ermöglichen, indem man Zahlungsflüsse wirklich direkt integriert mit der Bereitstellung von Produkten und Leistungen. Also das jetzt mal wirklich in Kürze. Das ist eine sehr, 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 sehr umfangreiche Diskussion und ist auch ehrlich gesagt sehr wichtig und es tut sich auch einiges hier. Und jetzt die Frage von dir, ob das jetzt dem Bitcoin schadet oder nutzt. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt irrelevant. Also der Bitcoin macht sein Ding. Ich habe das im Internet mal aufgeschnappt. Bitcoin, das wurde das. Ja, berechnet Blöcke, wächst, sucht seine Kapitalisierung. Und ob jetzt da ein anderer Zahlungsmechanismus aus der analogen Welt, ich denke jetzt an das Papiergeld, überführt wird in die digitale Welt, das ist dem Bitcoin ehrlich gesagt relativ irrelevant. Und der Hintergrund ist folgender. Bitcoin ist ganz, ganz, ganz anders als der Euro. Und ich möchte auch den Euro an der Stelle wirklich absichtlich nicht kritisieren, weil man braucht beides. Ja, ganz konkret, wenn ich später heute Nachmittag einkaufen gehe zum Rewe, dann nehme ich mein iPhone mit und bezahle die Flasche Rotwein für heute Abend mit meinem Handy und mit Apple Pay und im Hintergrund ist eine Kreditkarte dran. Und die Flasche kostet 3,50 Euro oder 5 Euro oder 7 Euro und ich bezahle in Euro. Zu Hause in meinem Safe oder in der Bank habe ich vielleicht eine Goldmünze für schlechte Zeiten, die habe ich vielleicht geerbt oder gekauft und die ist im Safe und die bleibt im Safe. Und so funktioniert es ja ganz gut. Und jetzt ganz wichtig, ich lege tendenziell ja nicht mein Bargeld in den Safe und ich benutze ja nicht die Goldmünze zum Einkaufen von einer Flasche Rotwein. Ja, das heißt, was ich sagen will ist, jedes Asset hat seinen Sinn und seinen Zweck. Der Euro für den Konsum und für den Zahlungsverkehr, Gehaltsabrechnung und ähnliches und die Goldmünze vielleicht mal für schwere Zeiten oder als Anlageobjekt. Und warum ist das so? Weil Gold in seiner Menge beschränkt ist. Ja, es gibt halt nur x Tonnen Gold auf der Erde, deswegen habe ich eine hohe Preisschwankung, aber dafür eine stabile Menge. Und beim Euro soll es im Idealfall andersrum sein. Ich habe den Zwang zu stabilen Preisen, mal Inflation rausgeklammert, und deswegen habe ich eine flexible Geldmenge. Ja, das heißt, beim Gold ist die Menge fix
Und beim Euro ist, wenn es irgendwie geht, der Preis fix. Das sind ganz, ganz, ganz unterschiedliche Konzepte. Und jetzt Bitcoin ist tendenziell eher wie Gold anzusehen, weil ja auch die Menge von Bitcoin fixiert ist. Deswegen würde ich den Bitcoin eigentlich eher in den Tresor legen und den Bitcoin würde ich tendenziell nicht verwenden, um davon die Flasche Rotwein zu kaufen. Ja, und da sieht man schon, der Bitcoin hat eine fixe Menge, der Euro hat, wenn es geht, den stabilen Preis und damit sind es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Konstrukte. Und wenn jetzt Politiker, Zentralbanker oder andere Leute sagen, wir bauen eine digitale Währung, also den digitalen Euro oder den digitalen Dollar, um etwas gegenüber dem Erfolg der Kryptowährung entgegenzusetzen, ist es aus meiner Sicht teilweise nicht so glücklich formuliert, weil einfach das ganz, ganz, ganz andere Vermögensgegenstände sind. Und noch, wenn ich noch einen Satz sagen darf, ich könnte mir vorstellen, in 5 Jahren oder in 3 Jahren, dass das wie folgt ist, dass ich quasi den Bitcoin auf einem digitalen Tresor habe. Der steht aber nicht zu Hause im Büro, sondern den habe ich quasi dabei auf meinem Handy. Und in dem Augenblick, wo ich dann beim Rewe die Flasche Rotwein bezahle, wird für eine Minisekunde ein klitzekleiner Teil Bitcoin abgebucht, in Euro gewechselt und dann wechselt der Euro die Partei von mir an den Rewe, aber im Hintergrund wurde quasi ganz kurzfristig der Euro getauscht, zu Bezahlungszwecken, damit ich das übergeben kann. Aber die Logik bleibt trotzdem die gleiche. Der Bitcoin ist und bleibt in seiner Menge fix. Der Euro sollte, wenn es geht, im Preisniveau, im Preis stabil sein. Und beides kann aber eben hier und da wirklich ganz gut zusammenspielen. Sorry Spannendes. für die, sorry, dass es jetzt ein bisschen länger geworden Nee, ist. nee, das ist ja auch alles kompliziert, das muss man auch alles in Ruhe ausführen. Jetzt wollen wir abschließend noch zu einem Thema kommen, das auch viele umtreibt, was auch sehr spannend ist. Wir reden natürlich oft über den Bitcoin. Klar ist ja auch das, was es am meisten betrifft und was am größten ist, aber Ethereum ist natürlich auch spannend und es gibt ja auch schon Stimmen, die sagen, Ethereum könnte sogar größer werden als der Bitcoin. Hältst du das für möglich oder sagst du da, puh, mal vorsichtig locker bleiben? Das ist auch eine sehr spannende Frage. Warum? Weil Ethereum ist heute schon die Nummer 2 Kryptowährung mit einer sehr großen Kapitalisierung. Und weiterhin ist es so, dass Ethereum eben plötzlich eine Roadmap hat, grün zu werden, weil man eben ein riesengroßes Update einspielt, um weg von dem Stromverbrauch zu kommen, hin zu einem anderen Konsensmechanismus, der dann wirklich sehr, 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 sehr wenig Strom im Vergleich zu Bitcoin brauchen wird. Das heißt, zum Beispiel große professionelle Investoren, Asset Manager und so weiter, Fonds, die, wenn die an Kryptowährungen partizipieren wollen, aber eben ein Problem haben mit ihren ESG-Richtlinien, also die müssen ja grün anlegen, dann kann ich schon nachvollziehen, dass diese Asset Manager, diese professionellen Investoren eben nicht in Bitcoin investieren, weil sie einfach Angst haben, dass vor ihrer Firmenzentrale jetzt Klimagegner campen. Ja, das möchte man nicht haben. Aber die können trotzdem an Kryptowährungen partizipieren, zum Beispiel durch Ethereum. Ja, das heißt, hier habe ich möglicherweise ein Upside-Potenzial aus einer ganz anderen Ecke, nämlich aufgrund des Zwangs zu ESG-konformen Investments. Das könnte aus meiner Sicht schon dazu führen, dass Ethereum zum Bitcoin aufschließt. Aber ich bin trotzdem skeptisch, dass jetzt Ethereum plötzlich größer wird als Bitcoin. Das glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Aber Ethereum ist eine irre gute Sache, sehr beeindruckende Technologie. Es gibt tonnenweise Anwendungen weltweit und viel wichtiger, wir haben inzwischen über 100.000, wahrscheinlich über 150.000 Programmierer weltweit, die Tag für Tag an diesem Ding programmieren und Anwendungen entwickeln, DeFi entwickeln und so weiter und so fort. Das heißt, da ist richtig Manpower dabei. Die TU München und die TU Darmstadt zum Beispiel, die bilden Informatiker aus. Da ist inzwischen auch Blockchain im Curriculum. Was bilden die dort aus? Ethereum. Nicht Hyperledger, nicht Polkadot, nicht irgendwie was, sondern Ethereum ist hier der Einstieg. Das heißt, da kommen auch neue Leute in das Ökosystem massenhaft. Ja, es gibt ja viele Universitäten, die hier ausbilden weltweit. Das heißt, da entsteht einfach irre viel HR. Und dieses HR ist zunächst mal im Ethereum-Ökosystem. Geht dann da vielleicht auch wieder raus, aber ich habe trotzdem einen ganz großen Momentumeffekt aufgrund der Netzwerkeffekte, die dadurch eben entstehen. Deswegen finde ich Ethereum und Bitcoin aus meiner Sicht mit am spannendsten. Gibt auch noch andere Projekte, ganz klar, aber wenn es sowas gibt, für den konservativen
Krypto-Investor, wenn es sowas gibt, dann ist wahrscheinlich Bitcoin und Ethereum mit das Spannendste. Und wie du suggeriert hast, vollkommen richtig. Also ich glaube schon, dass Ethereum zum Bitcoin aufschließen könnte. Aber ich glaube, Bitcoin bleibt trotzdem die Nummer 1. Und jetzt kommt der Grund. El Salvador hatte ja Bitcoin jetzt als offizielle Währung genannt, neben dem US-Dollar. Nicht Ethereum und auch nicht Polkadot und auch nicht Stellar und gar nichts, sondern Bitcoin. Und zwar aus guten Gründen, weil Bitcoin einfach die größte Sicherheit suggeriert, weil man mit der Bevölkerung keine Währungsexperimente machen kann. Und da ist eben Bitcoin momentan aus Sicherheitsgründen die Nummer 1. Und ehrlich gesagt bleibt es auch so, weil Ethereum mit dem Umstieg zu dem Ethereum 2.0 Update auch große Risiken aufwirft, wo das ganze System also mal so richtig rumpeln kann, wenn irgendeins dieser Updates nicht richtig funktioniert. Also wenn ich jemand in El Salvador wäre, da im Parlament, bei Ethereum hätte ich wahrscheinlich nicht zugestimmt, da hätte ich zu große Angst, dass was schief geht. Bitcoin hat jetzt 11 Jahre Geschichte, 11 Jahre Track Record und halt eine extremst hohe Systemsicherheit. Jetzt hast du gerade von den Anwendungen schon gesprochen, die sehr beeindruckend sind. Kannst du uns vielleicht noch ein Beispiel geben für Ethereum? Die meisten Leute wissen natürlich, was das ist grundsätzlich, aber vielleicht noch so ein Beispiel aus der Praxis, was dich vielleicht zuletzt richtig beeindruckt hat. Und was natürlich auch noch ganz spannend ist, ist dieses Thema NFT. Dieser Hype ist jetzt vielleicht ein bisschen abgeflacht, aber das war ja auch wirklich Wahnsinn da vor ein paar Monaten, wie das auf einmal sagen hochgekocht ist. Genau, also ganz kurz, Ethereum ist eine sogenannte Smart Contract Plattform. Das heißt, da geht es nicht nur um die Registerfunktionalität wie bei Bitcoin, also da geht es nicht nur um die Zuteilung von Tokens, also du hast ein Ether, ich habe einen halben, sondern es geht obendrauf auch darum, dass ich neue Tokens obendrauf speichern kann, also so ein bisschen wie Apps im App Store. Und es geht auch darum, dass quasi Zahlungsprozesse programmiert werden können. Das sind die Smart Contracts. Und da waren die Leute jetzt in den letzten Jahren irre kreativ und innovativ und haben alle möglichen Sachen ausprobiert und was funktioniert und was nicht. Und daraus ist das DeFi-Ökosystem entstanden, das heißt Decentralized Finance. Das sind quasi Computerprogramme, Smart-Contract-Systeme, die miteinander interagieren. Und da gibt es halt wie am klassischen Kapitalmarkt auch die verschiedenen Domänen. Es gibt Smart-Contract-Systeme, die quasi Kreditvergabe regeln. Es gibt Smart-Contract-Systeme, die quasi Stable-Coins, also wertstabile Assets, ermöglichen. Und es gibt Smart-Contract-Systeme, die Leveraging ermöglichen und also Handel mit Assets wie Börsen und so weiter und so fort. Und von jedem diesen Kategorien gibt es inzwischen eine Handvoll toller Protokolle, die auf Ethereum-Basis laufen. Und hier ist so langsam erkennbar, dass das hier die Zukunft des Kapitalmarkts in Gänze werden könnte, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren. Und das kann man jetzt eben so langsam erkennen. Und Ethereum ist halt zu einem großen Teil halt die Basisplattform für all das. Und deswegen finde ich die Decentralized Finance Anwendung also wirklich brillant. Das hat ein irres Potenzial in Zukunft, hat auch Risiken, wie immer, aber das Potenzial ist wirklich enorm. Und du hattest die NFTs angesprochen. Die NFTs sind auch absolut faszinierend. Aber ich glaube, da wird jetzt von Dutzenden, vielleicht auch Hunderten Startups weltweit ganz, ganz, ganz hart gearbeitet, um wirklich gute Anwendungsfälle rauszukitzeln. Der Hype jetzt im Frühjahr, der war spannend. Da haben jetzt alle Leute das Thema mal kennengelernt. Jetzt ist gerade wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Und wir werden sicherlich in den nächsten 6 bis 12 Monaten tolle DeFi-Anwendungen sehen, wo wir uns dann denken, so, Mensch, das hätten wir auch machen können. Ja? Und so wie das Thema DeFi im Kern entstanden ist vor ungefähr 1,5 Jahren und seitdem wächst, ja, auch mit ein bisschen Ausschlag nach unten und oben, aber es wächst, genauso beginnt jetzt das Thema NFT, macht ein bisschen Zickzack hoch und runter, aber wird sich auch auswachsen und wir werden Jahr für Jahr NFT-Statistiken sehen und wir werden begeistert sein, wie diese NFT-Statistiken nicht unbedingt Woche für Woche, aber Jahr für Jahr wachsen. Sehr gut, das sind doch gute Aussichten, sehr spannendes Thema. Jetzt haben wir einiges abgegrast. Abschließende Frage noch, Hand aufs Herz, mit den 100.000 Dollar Bitcoin, klappt es in diesem Jahr noch oder eher nicht? Also haben wir vorher schon gesagt, es kann kein Mensch beurteilen. Das ist wie eine Wettervorhersage. Ihr seid ja in München, das ist wie eine Wettervorhersage für München für den 1.1. Ja. Vielleicht hat es minus 10 Grad, vielleicht hat es plus 15 Grad, wir wissen es nicht. Aber eins ist sicher, es wird tendenziell kälter sein als im Juli.
Ja, also das heißt, der Trend ist aus meiner Sicht klar, auch für den Bitcoin. Das müsste eigentlich in den nächsten Monaten nach oben gehen. Aber dass jetzt Ende des Jahres, am 31.12., wenn wir Silvester feiern, dass dann der Bitcoin-Preis jetzt exakt 100.000 hat oder ein bisschen drüber oder drunter, ist ehrlich gesagt nicht vorherzusehen. Aber sagen wir mal so, ein bisschen vorsichtig formuliert, ich halte es schon für denkbar, dass wir, weiß ich nicht, Q1 nächstes Jahr oder vielleicht auch noch Ende dieses Jahr mal die 60, die 70, vielleicht auch die 80 und die 90 überschreiten. Aber die Volatilität wird sich dadurch nicht ändern. Es geht trotzdem heute 10% hoch, morgen 20% runter und so weiter. Das bleibt. Und das Einzige, sich davor zu schützen, ist letztendlich rauszuzoomen und sich diese Kurven immer über mehrere Jahre anzuschauen. Das finde ich wirklich wichtig, weil das beruhigt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Philipp Sandner, herzlichen Dank. Vielen Dank. Und danke euch natürlich auch fürs Zuschauen. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie ihr das ganze Thema seht. Bitcoin wird ja immer heiß diskutiert. Es gibt natürlich sehr viele Fans. Es gibt auch einige, die sagen, ich lasse da die Finger davon. Also da könnt ihr euch jetzt mal schön in den Kommentaren austoben. Wir haben ja heute einiges besprochen. Herzlichen Dank nach Frankfurt. Herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.